Das 12. Saisonspiel in der ersten Skater-Hockey-Bundesliga in der Krefelder Hockey-Skat-Arena zwischen dem Krefelder SC und den Bissenhofer Panthern waren Highlights kaum zu überbieten. 25 Tore in einer Begegnung und eine 11:14 Niederlage für Krefeld sorgte zwar für Kopfschütteln bei den anwesenden Zuschauern, aber von schlechter Laune keine Spur. Die Zuschauer fühlten sich gut unterhalten, sofern man das erste Drittel ausblendete. Bissendorf hat am Vortag schon mal das Einsetzen geübt und schickten die Crash Eagles im Sturzflug mit einer 12:3 Niederlage wieder zurück nach Karst. Keine zwei Minuten waren gespielt, Fabian Rudloff startete den Toreigen, 0:1 für die Gäste. Joel Keusen mit einem guten Blick fürs Spiel findet noch die Lücke und überwindet dann die Sellmann zum Ausgleich. Doch das war auch schon alles, was die Bears im ersten Drittel zeigten. Miller, Rudloff, Tommy Sellmann und Czernhorst brachten die Panther mit 6:1 in Front und Krefeld war bereits abgeschrieben. Man sollte sich aber nie zu sicher fühlen, wer Krefeld kennt, weiß, dass sie eine Comeback-Mannschaft sind. Niklas Köhn bekam eine 5-Minuten-Strafe für das Foul an Dennis Holthausen und so starteten sie eine furiose Aufholjagd in Überzahl. Holthausen, Steinborn, Hübscher, Keusen und Jens Meinhardt trafen. Vor allem nach dem 6:6 von Jens Meinhardt war Krefeld drauf und dran, das Spiel zu drehen. Doch für dieses Foul von Sebastian Müller an Christian König bekam Müller eine 5-Minuten-Strafe und damit die entscheidende Wende im Spiel. Ja, das 6:6, die Gegentore sind leider durch die 5-Minuten Unterzahl passiert. Wenn man hier in Unterzahl spielt, das geht ruckzuck, da kriegst du ein Gegentor, das geht schnell genug. Und 6:6, ja gut, das ist Inline-Hockey. Das passiert schnell, wir sind nochmal gut zurückgekommen und das ist wichtig. Also wir haben gewusst, dass Krefeld zu Hause stark ist und ich sage mal, heute hat das Spiel eindeutig durch die Special Teams das Ganze entschieden. Ja, eigentlich unerklärbares Spiel. Wenn du 14:11 verlierst, schießt 11 Tore und verlierst trotzdem das Spiel, dann ist das immer eine schwierige Aufgabe, anschließend irgendwas nur dazu zu sagen. 26:14 Tore und 4 Punkte an diesem Wochenende bringt den Panthern vorerst den 2. Platz hinter Köln und vor Augsburg. Der Krefelder SC beschreitet ein Auswärts-Mammut-Programm. 8 Spiele in Folge müssen sie auswärts antreten. Nächste Station ist Uedesheim, wo sie auf die Chiefs treffen. Yeah! Ausgleich für
Und genau jetzt beginnt die letzte Spielminute im zweiten Spielabschnitt. Ist das ein Team? Von der Ecke, die Skipping Bears!